Kleinwagen sind ein wichtiges Segment der Automobilbranche. Sie sind sowohl für Fahranfänger als auch für reifere Fahrer sowie als Zweitwagen attraktiv. Dementsprechend groß ist die Auswahl am Markt. Auch immer wichtiger ist das Thema Individualisierung bei den Kleinen. Warum also nicht ein Auto kaufen, das von vornherein aus der Masse heraussticht, wie der Mito aus Italien? Unser Mito verfügt über die Junior-Ausstattung. Außen sind weiße 17-Zoll-Felgen und Spiegelkappen ein Hingucker. Am Heck besticht er mit schickem Junior-Logo. Innen gibt es unter anderem ausstattungsspezifische Sitze und ein Infotainment-System mit 5-Zoll-Bildschirm. Unser Mito mit der Basismotorisierung kostet 16.600 Euro in Deutschland. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. Der Einstiegsmotor muss ohne Turboaufladung auskommen und generiert nur 57 kW Leistung. Für 1.300 Euro mehr erhält man im Mito zum Beispiel den 0,9 Liter Twin-Air-Motor. Der Zweizylinder mit Turboaufladung bietet satte 72 kW und legt vor allem in Sachen Drehmoment um 30 Newtonmeter zu. Die Investition könnte sich auch beim Kraftstoffsparen lohnen, denn der teurere Motor soll auf 100 Kilometer bis zu 1,4 Liter weniger verbrauchen.